So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Sun. Ja. So, los geht's. Heute spackt der PC so ein bisschen ab. Ich hoffe, dass es alles reibungslos verlaufen wird. Ja, lass uns doch starten einfach. Wir sind hier bei unserer Mutter. Die hat das letzte Mal richtig heftige Clusterfuck-Kopfschmerzen gehabt und die ging nicht weg, wurden immer schlimmer. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Moin, Mignon. Ich wollte dir eigentlich am Telefon sagen, aber mir fällt es gerade schwer zu sprechen. So, hör mir mal zu. Warte, ich mol hier noch was auf. Oh, war ein bisschen schwer hier. Ich will nicht, wie ich dir das sagen, wie ich das vertellen soll. Hat es was mit deinem Besuch zum Krankenhaus zu tun? Mama, was ist los? Du machst mir Angst, Mama. Ja, gut, bei 7 hatte unsere Mutter ja auch einen Krebstumor gehabt. Ich glaube, ein Gehirntumor, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Nicht, dass es jetzt hier schon wieder der Fall ist. Ja, Mignon. Die Ärzte haben Auffälligkeiten in meinen Kopf festgestellt. Und sie sind sich sicher, dass sich ein Hirntumor handelt. Oh. Aber bitte muck dir jetzt keine Sorgen, jo? Die Chancen stehen gut, dass es gutartig handelt. Krebs, bitte sag, dass es nicht wahr ist. Was bedeutet, die Chancen stehen gut? Wie lange dauert es, bis der Befund vorliegt? Ja. Aber ich glaube, da bei 7 war es auch ein Gehirntumor, glaube ich. Ne? War es richtig so? Ich hab morgen einen Termin für einen Computertomographen. Dann können die mir vertellen. Sollte Verdacht ein bösartig bestehen, ist eine Gewebeprobe notwendig. Das heißt, sie schrauben ihren Kopf auf und dann nehmen sie da ein Stück von ihrem Gehirn weg. Also vom Tumor. Die Ergebnisse liegen meistens einen Tag später vor. Aber so weit wird es sicherlich nicht kommen. Die Ärztin sagt, dass die Chancen gut stehen. Ja, wenn die das sagt, ne? Diese wird dann meist vollständig in einer OP entfernt. Kommst du bis dahin zurecht, Mama? Wieso ist die Untersuchung denn erst morgen? Können Hannah oder ich irgendwas für dich tun? Na, aber das hat nichts, glaube ich, mit unserer Situation zu tun. Das ist reiner Zufall alles. Muckt euch bitte keinen Kopf. Vater kümmert sich gut um mich. Ich werde mich dann morgen direkt nach der Untersuchung bei dir melden. Ich hab dich wirklich ganz lieb, mein Junge. Alles wird gut. Ich hab dich auch lieb, Mama. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das gut geht, ne? Wird auch alles, das wird. Solange wir überleben und dann wird auch Mama überleben und dann wird alles gut. Alles ist gut. So, erstmal nochmal, ich wünsche euch einen frohen Nikolaus und einen schönen zweiten Advent. Huch. Okay. Huch. Huch, was geht hier denn? Leute, wir sind draußen. Es wäre verdammt knapp. Ach ja, die waren im Polizeirevier in einer als Wartenkammer. Alter. Danke, Tom, schön. Dich hätten wir es nicht unbemerkt rausgeschafft. Jetzt bin ich aber erleichtert. Ja, wir mussten doch diesen Weg, den Plan eindenken da. Den Weg haben wir denn ja gesagt. Im Gegensatz zu dem, was wir damals verkackt haben im Haus, wo wir ersoffen werden beinahe, haben wir das jetzt genau richtig gemacht. Und ich erst? Ja, das ist ja dein Daddy. Du hättest Stummarrest gekriegt oder so ein Scheiß. Oder Handyverbot. Ihr seid ja echt die Besten. Super, Leute. Wir fahren jetzt erstmal zu mir nach Hause. Wir melden uns gleich dann. Oh, da. Neue Nachricht. Mama telefoniert gerade mit Hannah. Womit hat sie das nur verdient? Hallo, Paps. Das war wie ein Schlag ins Gesicht. Wie geht es dir? Emotional bin ich ein Wrack.
Ich habe echt Bange. Sie leiden zu sehen, sie zu verlieren. Wir dürfen jetzt nicht vom Schlimmsten ausgehen. Wir müssen versuchen, positiv zu denken. Lass uns doch erstmal das Ergebnis abwarten, Paps. Das 60 einfach so leicht. Mama redet, als wäre das schon sicher, dass es kein bösartiger Tumor ist. Aber das ist nicht der Fall. Ich war bei dem Gespräch mit bei der Ärztin Abi. Wenn ich ehrlich bin, sieht das gar nicht so gut für sie aus. Ich will mal hoffen, dass ich das durchhalte, wenn der schlimmste Fall eintritt. Sag bitte sowas nicht, soweit kommt es nicht. Wir müssen jetzt Vertrauen in die Ärzte haben. Ich habe gerade sauber vom Mikrofon gerotzt. Wir halten als Familie zusammen, egal was kommt. Richtig. Chaka. Deshalb werde ich auch keine Möglichkeiten auslassen, um die bestmögliche und die beste Ärzte für deine Mutter zu finden. Ich fahre jetzt erst einmal zu einem alten Schulkameraden. Er ist ein Koryphäe im Bereich der Önokologie und setzt auf neue Art Behandlung und gegen Gehirntumore. Das ist ziemlich schwer, wenn man das nicht halbwegs selber in Dialekt irgendwie und das anders lesen möchte, als es eigentlich da steht. Das ist nicht leicht. Willst du Mama jetzt wirklich allein lassen? Eine neuartige Behandlung? Das klingt doch ein Lichtblick. Nein, hör auf. Mama möchte sich nach den Telefonaten beten ausruhen. Und ich möchte mir diese Gelegenheit auf gar keinen Fall entgehen lassen. Auch wenn ich deine Mutter dafür ein paar Stunden alone lassen muss. Alone? Oh. Ich werde jetzt losfahren, mein Junge. Damit es nicht too late wird. Fahr vorsichtig. Meld dich bitte, wenn du mehr weißt. Sag Mama, sie kann sich jederzeit melden. So. Vater ist weg. Zum Schulkameraden. Mal, was hat der wohl gemacht, wa? Du, was hat der Vater denn jetzt auch so gemacht? Ach, jetzt ist Hanna. Ich bin fix und fertig. Ich hab bis eben mit Mama telefoniert. Es will mir einfach nicht an den Kopf gehen. Ja. Bubam. Warum bekommt Mama aus dem Nichts heraus so einen beschissenen Tumor? Es ist einfach nur schrecklich. Ich kann das selbst noch nicht realisieren. Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Das kann keiner. Da steckst du ja nicht drinnen, ne? Das Schlimmste ist, dass ich nicht mal was gemerkt habe, als ich bei ihr war. Und jetzt soll ich einfach tatenlos rumsitzen? Ich muss ihr doch irgendwie helfen können. Wir müssen Mama jetzt zeigen, dass wir für die da sind. Versuch Papa ein bisschen zu beruhigen, damit hilfst du Mama auch. Hilf ihr, indem du dich von deiner Mitbewohnerin fernhältst. Zumal, ich würde da jetzt hinziehen zu Mama und Papa einfach, ne? Das sowieso, aber ich fühle mich so machtlos. Ich werde jetzt erstmal in Google schauen, was ich darüber finde. Dr. Google ist echt ein schlechter Ratgeber. Mhm. Finger davon. Und falls du jemanden zu reden brauchst, ich bin immer für dich da. Und damit haut sie einfach ab, ohne Tschüss zu sagen. Also ich sage immer Töhö. Ne, manchmal hau ich auch aus dem Chat einfach was ab. Beziehungsweise ich schreibe da einfach nicht mehr weiter. Sorry, hatte vergessen euch zu informieren, dass wir alle gut bei mir zu Hause angekommen sind. Wir haben jetzt erstmal die Akte kopiert, damit Emilia sie sofort wieder zurückbringen kann. Und da will sie jetzt nochmal rein. Okay, nicht schlecht. Es tut mir wirklich leid, aber das war das Letzte, was ich für euch tun konnte. Ja, das war auch okay. Das, was dort unten in der Kammer passiert ist, muss ich erstmal verarbeiten. Stimmt, wir wurden ja vom Geist angegriffen. Also die wurden ja vom Geist angegriffen. Ich werde mich jetzt aus der Gruppe verabschieden. Was? Nein, nicht doch.
Emilia. Ich hoffe, ihr könnt meinen Vater retten und diesen Albtraum ein Ende bereiten. Danke für alles, Emilia. Danke, Emilia. Wir melden uns, wenn es Neuigkeiten gibt. Du warst eine große Hilfe und ich hätten das niemals geschafft. Das reicht ja schon. Mehr müssen wir auch gar nicht irgendwie gucken, ne? Jo. Tadam. Bis dann. Oh, das geht aber schnell, ne? Also wenn ich die Gruppe verlasse, direkt aus dem Chat heraus, dann geht es ein bisschen langsamer. Leute, beim Kopieren der Akte bin ich auf ein Zeugeninterview mit Serenas Mutter gestoßen. Ein Interview mit meiner Mutter? Ja, ein Polizeiverhör. Was? Die Mutter hat sie doch nicht umgebracht. Die Mutter hat sich doch auch auf das Kind gefreut. Eine Sprachaufzeichnung liegt ebenfalls bei. Wollt ihr sie lesen oder hören? Ja, das Protokoll ist übersichtlicher. Warum nicht gleich beides? Ja, schickt bitte beides. So, da haben wir das. Dann fahren wir fort. Kam Ihnen denn irgendetwas seltsam vor in letzter Zeit? Nicht wirklich. Außer, dass Sarina mir ihre Schwangerschaft verschwieg. Das war nicht ihre Art. Und was glauben Sie, hatte Sarina für Gründe, Ihnen die Schwangerschaft zu verheimlichen? Ich könnte mir nur vorstellen, dass es an dem Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Freund lag. Altersunterschied? Können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen? Es liegt ungefähr 2 Wochen zurück. Ich kam gerade vom Einkaufen wieder, als ich hörte, wie Sarina mit ihrem Partner telefonierte. Als sie mich bemerkte, beendete sie das Gespräch abrupt. Allerdings blieb mir folgender Satz von Sarina im Kopf. Ich liebe dich, Schatz. Mir ist egal, wie alt du bist. Und Sie wissen absolut nicht, wer dieser Mann sein könnte? Nein, Sarina hatte nie mit mir darüber gesprochen. Und meinen Fragen ist sie immer ausgewichen. Ich dachte, sie wusste das, dass ich schwanger war. Genau, das ist genau dasselbe, was sie eben gerade auch zu hören war. Gib Bescheid, wer es durch hat. Ich wäre soweit. Somit rückt denn für mich tatsächlich wieder der Professor hier, der Dr. Leitner. Der rückt für mich wieder in ein Täterlicht rein, tatsächlich. Mhm. Für euch jetzt auch, richtig, ne? Genau. Ich auch. Sieh mal eine an. So klein ist die Welt. Ich kenne Jochen als Kommissar Friedrichs, noch vor der Mordkommission. Vielleicht weiß er noch etwas, was nicht in der Akte steht. War das nicht der bei 7 auch dabei war? Ich werde versuchen, ihn zu kontaktieren. Ich melde mich gleich wieder. Der mit Hanna Feiss gearbeitet hat. Hieß sie Hanna Feiss? Mit ihr zusammengearbeitet hat? Ich meine ja, ne? Kira, mich würde das Fundstück interessieren. Schick uns doch bitte das Tatortfoto in die Gruppe. Ich würde gerne mal die 2 Fotos sehen, die unter Anlagen erwähnt sind. Okay, einen Moment. Tja. Hau raus, Mädchen. Das dauert echt lange, ne? Oh, doch, jetzt auf einmal hat sie's. Direkt beide auf einmal, was? Ach, hier, das ist das hier. Und das ist der... Oh, ja, das da haben sie gefunden. Und das ist Ultraschall. Ja. Wahrscheinlich wollte Serena ihren Freund über dieses Ultraschallfoto mitteilen, dass er Vater wird. Das wäre also meine Nichte geworden. Jupp. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Ich kann die Tränen gerade nicht mehr zurückhalten. Okay. Ist ja schon ziemlich weit gewesen, dann eigentlich, ne? Tessa, tut mir das, mir tut das alles so leid für dich.
Du wärst eine super Tante geworden. So viel dazu, kommst leise rein. Ja. Hier Kameras an, ne? Ich schwick einmal rüber. So leid es mir für dich tut, Tessa. Ich sehe bisher nichts, was uns in irgendeiner Weise weiterbringt. Ey, warte mal, die Leute. Die Sache mit diesen Altersunterschieden. Stimmt. Das ist mir auch ins Auge gestochen. Serena hatte also neben Leitner noch einen weiteren älteren Freund. Ach, guck mal, das ist Jonathan. Chiara, also stehst du nicht nur du auf Sugar Daddies. Hier, das muss man unterbinden, das Runterklatschen, Lecker Croft. Wo wir gerade beim Älteren sind, Jonathan. Sag deiner Mutter, sie kann wieder zum Putzen kommen. Wir haben das Geld gefunden. So lahm, ne? So blöd. Ach, Cedric, lass ihn doch. Wenn er sich dadurch besser fühlt, könnt ihr mal bitte beim Thema bleiben? Seid ihr fertig oder kommt noch was? Jonathan, Cedric ist nervt. So. Der war so öde gerade, der Spruch, ne? Wir müssen jetzt ja in der Märkte dran bleiben. Jetzt Chiara, jetzt Cedric. Ihr solltet die Akte noch einmal ganz genau unter Lupe nehmen. Suche nach älteren Herren, die erwähnt werden. Wird gemacht. 15 Jahre ist her. Und da war der auch schon so alt. Leitner kann es doch nicht sein, oder? Sollen wir euch bei der Suche unterstützen? Klar, je mehr Leute wir sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas finden. Oder zumindest nichts übersehen. Stimmt. Also Leute, wer helft mit? Ja. Ich würde auch gerne die Akte meiner Schwester sehen. Was für eine Frage. Tomji, ich brauche dich noch für etwas anderes. Ich schreibe dich gleich an. Kannst du das nicht später machen? Dein Aufraumfimmel nervt voll. Die räumt hier. Inka, anstatt dass sie jetzt ein Video dreht, ne, hier mit Auchmasse sein, räumt die hier auf und macht Lärm. Es ist ja egal, ob ich jetzt gerade eine Aufnahme mache. Hey, hallo Uschi. Ja. Jonathan, was ist mit dir? Oder wieder anderweitig beschäftigt? Anderweitig beschäftigt. Was ist bei dir eigentlich nicht richtig im Kopf? Immer wenn wir eine Spur haben, hast du was Besseres zu tun. Ja. Jonathan, was soll das? Echt, Jonathan? Mann, ey. Kommt, Leute, lasst uns die Akte durchsuchen, sonst platze ich gleich. Da bin ich wieder. Ich habe Jochen erreicht, aber leider hat er keine weiteren Infos für mich. Natürlich nicht, die gibt er doch so einfach nicht raus. Korrekt, schreckliche Sache. Kannst du mir noch ein paar Details nennen, die nicht in der Akte stehen? Ich möchte gar nicht wissen, in was du da wieder verstrickt bist, mein guter Henry. Vergiss nicht, du bist keiner mehr von uns. Aber selbst wenn ich wollte, mehr Infos gibt es zu diesen nicht. Der Jochen hatte ich damals, den Jochen Friedrich hatte ich tatsächlich damals auch so russisch gesprochen. Also muss ich das auch nochmal machen. Korrekt, schreckliche Sache. Ich mochte gar nicht wissen, in was du da wieder verstrickt bist, mein guter Henry. Vergiss nicht, du bist keiner nichts mehr von uns. Aber selbst wenn ich wollte, mehr Infos gibt es zu diesem Fall nicht. Okay, jetzt haben wir es. So, okay, schade, wäre zu schön gewesen. Wir machen uns dann gleich an die Akte. Okay, da haben wir eine Nachricht von Wolf. Mir lässt das einfach keine Ruhe, Tom G. Jonathans seltsames Verhalten, seine fehlende Vergangenheit. Was, wenn wir den erwähnten Altersunterschied in der Akte falsch interpretiert haben? Falsch interpretiert? Worauf willst du hinaus?
Was ist, wenn Serenas Freund nicht deutlich älter, sondern jünger war? Aha, überleg doch mal, Jonathan. Jonathan war damals ein Teenager, als sie schwanger wurde. Das würde auch erklären, was mir Gabriela geschrieben hatte. Das Böse war mir doch so nah, hätte ich das bloß erkannt. Skurril, skurril. Was ist dein Busch? Und wieso die Gruppenavatare so plötzlich gewackelt haben? Klingt irgendwie logisch. Jonathan soll Serenas damaliger Freund sein? Aber wie sollte uns das verheimlichen? Er ist uns selber in Gefahr. Das finde ich etwas an den Haaren herbeigezogen. Im schlimmsten Fall hat er Angst, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Wir müssen schnellstmöglich herausfinden, ob an dieser Vermutung etwas dran ist. Und da sehe ich nur eine Möglichkeit. Wir müssen sein Handy hacken und schauen, was wir dort finden. Nein, lass das an. Nicht hacken. Nicht hacken. Leider hat der gute Jonathan wohl vorsorglich eine Antispionage-Software installiert, um sich vor unseren unerlaubten Zugriff zu schützen. Ja, die müssen wir direkt hacken und bing, fertig. So. Gut gemacht. Der Root-Zugriff auf Jonathans Handy steht. Ich habe jetzt den Zugang zu sämtlichen Daten, die sich auf seinem Handy befinden. Ist das eine Frechheit? Ich schau mal, was ich so finden kann. Bis gleich. Hey. Hey, das wollen wir doch nicht. Aha. Ich weiß zwar nicht, wie ihr das gemacht habt. Ja? Aber ich weiß, dass ihr in die Asservatenkammer eingebrochen seid. Ja, schön. Dann ist ja schon mal gut, dass du mal was weißt, ne? Ja, genau. Unser IT-Experte konnte auch einen Angriff auf unser Sicherheitssystem feststellen. Zum Glück wart ihr trotzdem dumm genug, um den Alarm auszulösen. Sobald das Sicherheitssystem wieder läuft, werten wir die Bilder der Überwachungskameras aus. Und so wahr mir Gott helfe. Sehe ich euch da drauf? Seid ihr sowas von fällig? Ja, okay, da wird es aber eine Überraschung drauf geben, zum Beispiel so in Form deiner Tochter. So, Spionageaktion erfolgreich abgeschlossen. Erfolgreich auch noch, das hört sich ja völlig, völlig mysteriös an. Du wirst es nicht glauben, schau dir diesen Chat mal an. Hä? Ich hab damit nichts zu tun. Du musst unbedingt aufpassen, anscheinend ahnen sie etwas. Du weißt, was auf dem Spiel steht, wenn alle ans Licht kommen. Ich verstehe bis heute nicht, wie du ihr das antun konntest. Sie war deine große Liebe. Ich hatte damals noch keine andere Wahl, verdammt. Ja, alles klar. Okay. Fuck. Wir sollten ihn darauf ansprechen. Wir müssen rausfinden, was er da zu verbergen hat. Hast du eine Ahnung, mit wem er da schreibt? Ja. Und wie willst du das machen? Ihn fragen? Entschuldige, Jonathan. Hast du zufällig Serena auf dem Gewissen? Er würde es uns eh nicht sagen, wenn es so wäre. Wir bräuchten so etwas wie eine Falle. Ist es dein Ernst? Wie meinst du das? Und wie soll so eine Falle aussehen? Ja, wie soll die aussehen? Irgendetwas, mit dem er sich verrät, wenn er damit etwas zu tun hat. Keine Ahnung, aber mir fällt noch was ein. Okay. Ich muss kurz mit über Jonathan sprechen.
Über Jonathan? Genau, du kennst ihn doch von uns am besten, oder? Ist in letzter Zeit irgendwas Seltsames Ihnen aufgefallen? Wolf und ich haben einen schrecklichen Verdacht. Komm, wir rücken gleich mit der Wahrheit raus. Sagt mir nicht, dass ihr denkt, dass Jonathan etwas mit Serenas Tod zu tun hat. Wolf hat Jonathans Handy gehackt und diesen Chatverlauf gefunden. Aber es kann doch gar nicht sein. Laut ihrer Mutter war Serenas Freund doch deutlich älter. Mal hingehört, was? Ja, gut, okay, ja, naja. Und es ging immer nur um Altersunterschied. In welche Richtung der Altersunterschied ging, war ja nicht. Soweit habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, wer denn schon? Wer hat schon soweit gedacht, hm? Gut, ich muss zugeben, dieser Chatverlauf ist wirklich mehr als merkwürdig. Und jetzt, wo du sagst, mir fällt mir ein. Jonathan hat mir mal erzählt, dass er seine erste große Liebe auf tragische Weise verloren hat. Wir müssen die Gruppe informieren und Jonathan zur Rede stellen. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Okay, dann sollten wir das sofort tun. Bin gespannt, was er dazu zu sagen hat. Badam. Okay, warten noch ein bisschen. Badam. Leute, alle mal bitte aufpassen. Es ist wirklich wichtig. Schieß hier los, ey. Ich bin ganz Ohr. Wir sind da. Henry ist nur kurz für kleine Geisterjäger. Hast du noch etwas Wichtiges in der Akte gefunden? Nein, es geht um etwas anderes. Tomji, wie sagen wir das jetzt am besten? Es gibt hier jemanden in unserer Gruppe, der etwas zu verbergen hat. Ich komme direkt zum Punkt, es geht um Jonathan. Wir haben den Verdacht, dass jemand in der Gruppe Serena persönlich kannte. Ja, das ist gut. Damit hauen wir uns selber in die Fresse. Jemand von euch? Meine Schwester? Jetzt sag bitte nicht mein Henry. Es ist zu witzig. Wo davon? Ich habe Jonathans Handy gehackt. Etwas durchleuchtet. Und diesen Chatverlauf gefunden. Kann mir das jemand mal erklären? Dieser Dialog stammt von Ihnen, Jonathan. Jonathan, was soll denn diese Scheiße? Was steht da auf der Spiele? Wem hast du etwas angetan, Anne? Wer war denn deine große Liebe? Wir befürchten, dass der Altersunterschied zwischen Serena und ihren Liebhaber in die andere Richtung gemeint sein könnte. Jonathan hat als Minderjähriger Serena gevögelt. Alter Zedrick. Das ist auch ein Spacko, ne? Ja. Aber ich mag ihn. Also, real. So unfassbar es klingt, aber ja. Jonathan, das ist jetzt deine Chance, dich zu erklären. Jetzt antworte endlich, Jonathan. Wenn du dahinter steckst, mache ich dich fertig. Was? Warum? Wie asozial. Wenn du das warst, mach ich dich. Ich mach dich kalt, Alter. Ich mach dich krankenhaus und siehst so scheiße aus. Jonathan, du Wichser, sag was! Sagte. Steckst du hinter der ganzen Scheiße? Ich kann das alles gerade nicht glauben. Ja.
Es ist alles wahr. Was? Leute, was passiert hier nun? Misstrauen zerfrisst eure Seelen. Eure Freundschaft verwest wie ein alter Kadaver. Ja, ja. Wir müssen Jonathan zur Rede stellen. Achso, jetzt auf einmal reden wir richtig, ne? Wir müssen Jonathan zur Rede stellen. Jemand muss ihn anrufen. Okay. Warte. Okay. Jonathan. Rufen wir ihn an. Den Jonathan. Ich weiß, wer es war. Ich kenne das Motiv. Von der toten Mädchen. Ich weiß einfach alles. Scheiße! Lauf, mein Dickerchen, lauf! Ich war so ein bisschen überrascht, dass er jetzt gerade irgendwie kam. Ja. Huch! Ende Episode 2, das ist aber merkwürdig. Wir arbeiten eifrig an der nächsten Episode. Unterstütze uns dabei und empfehle uns deinen Freunden. Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Das war's, Episode 3. Ja, der Jonathan, ne? Ich würde mir das gerne nochmal angucken, geht das? Das kann man sich nicht nochmal angucken, ne? Vorgestern. Lange nicht mit dir geschrieben. Schade, ich hätte mir das echt super gerne nochmal angeschaut. Oder warte mal, sind die ganzen Dinger bei 7 waren die Dinger, die Videos auch irgendwo gespeichert tatsächlich alle. Apps, hier gibt's nur den Hans. Gut, Kinderchen, das war auf jeden Fall Episode 3 und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Und ich kann hier noch meine Sachen mal eingeben. Das mache ich, glaube ich, noch mal. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Episode. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Reinschalten. Und es geht bestimmt auch bald weiter. Was ist mit Jonathan passiert? Verdammte Axt. Ja, wir wissen es nicht. Aber wir werden es bald erfahren. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.